Herzlich willkommen auf dem PLW Review Kanal. Ich bin Adam und heute stelle ich euch mit Hilfe von Marvin den Wintermantel 43 bzw. Sharkoff Parka vor. Dieser wurde im Winter 1942-43 das erste Mal hergestellt und an die Truppe ausgegeben, als erstes an die Waffen-SS und an die Division Großdeutschland. Danach vor allem an skandinavische Einheiten, aber er war auch generell bei allen Truppen sehr beliebt, dadurch, dass er sehr warm war. Dieser Parka ist, wie man sieht, mit Fell gefüttert. In dieser Reproduktion ist das Kunstfell. Da wurde Kaninchen, Lamm, eigentlich alles verwendet, was es so gab. Er hat eine sehr große, ebenfalls gefütterte Kapuze, welche auch über den Helm passt und somit auch mit Helm getragen werden kann. Innen drin hat der Mantel eine Raffung. Das heißt, man kann ihn hier zusammenschnüren und die Taillierung verhindert, dass von unten Kälte unter den Mantel pfeift. Der ganze Mantel ist doppelt geknöpft, das heißt, jedes Knopfloch wird einmal von hier geschlossen und dann nochmal übergeschlagen. So kommt ebenfalls kein Wind hinein. Die Taschen sind sehr groß und man kommt auch mit Handschuhen gut in die Taschen hinein. Oben befinden sich ebenfalls Taschen. Bis zum Ende des Krieges wurde dieser Mantel produziert und wurde auch von amerikanischen Truppen erbeutet und getragen. Ja, das war's zum Sharkoff Parka. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.